Gegen 16.30 Uhr wurde ein großer Einsatz ausgelöst aufgrund einer Explosion. Aufgrund der Erfahrungswerte kann nicht ausgeschlossen werden, dass es sich um eine Gasexplosion handelt. Also von dem kann man möglicherweise ausgehen. Insgesamt gehen wir derzeit von 2 Schwerverletzten und 10 Leichtverletzten aus. Es sind Großaufgebote aller Blaulichtorganisationen vor Ort. Jetzt an erster Stelle steht natürlich die Bergung und Versorgung von Verletzten und danach kommen alle weiteren Maßnahmen, die hier zu treffen sind. Es wurde unweit des Vorfallorts eine Stelle eingerichtet, wo sich Angehörige und Anrainer melden können, um weitere Informationen zu bekommen. Es gibt auch eine Stelle für die Verletzten, die von der Wiener Berufsrettung eingerichtet wurde. Auch dort kann man sich hinwenden, wenn man einen verletzten Angehörigen hat. Insofern wird hier von allen Seiten versucht, die bestmögliche Information weiterzugeben und den bestmöglichen aktuellen Stand zu gewährleisten. Eine genaue Anzahl der Einsatzkräfte ist kaum abschätzbar, weil alle Einsatzorganisationen Kräfte zugezogen haben im Laufe des Einsatzes, was sich herausgestellt hat, wie groß er ist. Man kann hier aber durchaus von einem Großeinsatz sprechen, bei dem alle Blaulichtorganisationen mit sehr großen Aufgeboten vor Ort sind. Das Ende des Einsatzes ist zum jetzigen Zeitpunkt noch überhaupt nicht absehbar. Derzeit sind wir noch mit Fährtenhunden in den Wohnungen, durchsuchen das gesamte beschädigte Gebäude und man muss hier schauen, ob sich möglicherweise noch weitere Personen im Gebäude befinden könnten.